Hallo, mein Name ist Dr. Denise Frobel. Ich bin Frauenärztin am Klinikum am Bruderwald und leite das Brustzentrum. Eine humangenetische Beratung erfolgt so, dass die Patientin einen Termin bei uns bekommt und muss ungefähr eine Stunde Zeit bei uns einrechnen. Dann erklären wir genau den Ablauf der genetischen Beratung. Wir sprechen über Erkrankungsrisiken. Und wir erstellen einen Stammbaum, um genau zu sehen, welche Erkrankungen in der Familie bereits vorliegen. Dazu ist es sinnvoll, dass die Patientin weiß, wer in der Familie hatte Brust- und Eierstockkrebs oder auch andere Krebserkrankungen und was war das Erkrankungsalter dieser Personen. Wenn wir dann noch mal mehr in die Tiefe gehen und die einzelnen Gene besprechen, die für Brustkrebs und Eierstockkrebs relevant sind, dann sprechen wir auch immer noch mal darüber, dass eine gewisse Ungewissheit bleibt, weil noch nicht alle Gene wahrscheinlich erforscht sind. Nach diesem Gespräch hat die Patientin erstmal ausreichend Bedenkzeit, um zu überlegen, ob eine genetische Testung erfolgen soll. Eine genetische Testung ist eine Blutabnahme mit einem Blutröhrchen. Wenn die Patientin sich bereit erklärt hat, an der genetischen Testung mitzumachen, dann nehmen wir das Blutröhrchen ab und durch einen Kooperationsvertrag schicken wir das Blutröhrchen nach Regensburg an die Uniklinik. Dort in der Humangenetik wird dann die Testung erfolgen und nach circa 6 Wochen, 4 bis 6 Wochen, haben wir dann das Ergebnis vorliegen. Dann kommt es zu einem erneuten Gespräch. Die Patientin wird eingeladen und wir gehen genau zusammen nochmal das Ergebnis durch. Wir beraten Frauen mit Brustkrebs, die eine familiäre Belastung mit Brustkrebs haben. Das heißt, die in ihrer Familienanamnese andere Frauen mit Brustkrebs haben. Und wir beraten auch alle Frauen mit Eierstockkrebs und mit Bauchfellkrebs. Bei Patientinnen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind oder auch an metastasierten Brustkrebs, ist es von Vorteil, eine genetische Testung zu machen, weil hier eine neue Therapieoption sogar besteht. Es gibt derzeit gute Medikamente, die dafür zugelassen sind, wenn eine familiäre Belastung für Brust- und Eierstockkrebs bei einer Patientin vorliegt. Eine ausführliche genetische Testung bei familiärer Belastung bedeutet, dass insgesamt 11 Gene getestet werden. Die genetische Mutation kann von einer Genträgerin oder einem Genträger zu 50% an die Angehörigen weitergegeben werden, unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, eine Patientin mit Brust- und Eierstockkrebs, die eine genetische Mutation hat, sollte bei Vorliegen auch der Familie, das heißt den Geschwistern, den Eltern und den volljährigen Kindern über die genetische Mutation berichten. So können sich auch die Familienangehörigen in einer Humangenetik testen lassen. Sollte bei Ihnen eine genetische Belastung für Brust- und Eierstockkrebs vorliegen, und Sie sind selbst an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt, dann können wir die weitere Therapie durchführen. Für Ihre Familienangehörigen, die noch gesund sind, können wir im Klinikum Bamberg die Testung nicht anbieten. Da würden wir Sie an eine Humangenetik verweisen. Die Testung bei einer erkrankten Frau nennt sich eine diagnostische genetische Testung, während bei einer gesunden Angehörigen oder einem gesunden Angehörigen dies als prädiktive Testung genannt wird. Die Krankenkassen übernehmen bei speziellen Konstellationen die Kosten. Die Kriterien dazu prüfen wir mit jeder einzelnen Patientin individuell und sprechen das mit den Krankenkassen ab. Bei einer privaten Versicherung muss vorher ein Kostenvoranschlag erfolgen. Im Falle einer metastasierten Erkrankung mit Brustkrebs und auch immer bei Eierstockkrebs
wird eine genetische Testung von den zwei Hauptrisikogenen immer übernommen und weitere Gene können auf Nachfrage dann auch getestet werden. Falls Sie Interesse an einer genetischen Testung haben, dann freuen wir uns, Sie beraten zu dürfen. Machen Sie einen Termin aus in unserer gynäkologischen Ambulanz und bringen Sie bitte alle Ihre Unterlagen mit, sodass wir gemeinsam die Kriterien für Sie prüfen können. Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne.